Herzlich willkommen zur Tom und Patricks IT-Show. Eure Gastgeber sind Patrick Grünauer und Tom Wechsler. Heute erklären wir Ihnen, wie Sie eine PC-Datensicherung mit Windows-Bordmitteln erstellen können. Damit Sie alles nochmals in aller Ruhe anschauen können, werden wir diese Session auf YouTube zur Verfügung stellen. Und damit Sie dann uns auf YouTube auch finden, habe ich den entsprechenden Channel bereits vorbereitet und ich werde diesen Link, diese URL direkt schnell in den Chat hineinkopieren, damit Ihnen dieser Channel ja nicht entgeht. So, das habe ich nun gemacht. Gerne werden wir Ihre Fragen nach unserer Session beantworten und ich glaube, genug gesprochen. Ich möchte einmal zuerst einen kleinen Verbindungstest machen nach Österreich zu meinem Sonderkorrespondenten und Freund Patrick Grünauer. Ja, danke Tom für die Einleitung. Alles okay bei mir? Sensationell. Und herzlich willkommen bei unserer Show. Ja, vielleicht darf ich gleich eine Überleitung machen. Wir wollten über Backup sprechen, nicht? Also wann ist ein Backup? Tja. Wann ist für dich ein Backup ein Backup? Also ich würde einmal sagen, dass ein Backup ist für mich ein Backup, wenn ich einen Satz von Daten auf einem anderen Medium speichere und dieses Medium dann von meinem System entferne. Also dass ich auf einen kompletten Satz, egal ob es jetzt Bilder sind, Fotos oder Dokumente, was auch immer, wenn ich diesen Satz an Daten auf einem anderen Medium habe und das Medium ist außerhalb von meinem Büro, in einem Tresor, irgendwo, das ist für mich ein Backup, wo ich dann wieder darauf zugreifen kann. Was ist für dich ein Backup? Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Die Frage ist nur, welches Medium sollte das sein? Heutzutage Bandmedien, das war vor 20 Jahren aktuell. Ja, ich glaube, das ist auch wieder abhängig von den Kriterien, wo zum Beispiel eine Firma hat. Wenn eine Firma einer Regulierungsbehörde unterstellt ist und sie sagt, hey, du musst deine Daten 10 Jahre aufbewahren, dann brauchst du entsprechend ein Medium. Also zum Beispiel ein Ultrium-Bandlaufwerk, Band-Tape-Laufwerk wäre da sicherlich mal eine Möglichkeit. Eine CD-ROM, wenn sie gut gelagert ist, in einem trockenen Raum ohne Sonnenlicht, in einem Bankschließfach beispielsweise, da garantiert der Hersteller heutzutage 5 Jahre. Also ich glaube, das steht und fällt mit den Anforderungen, würde ich da einmal sagen. Aber grundsätzlich mal die Frage, Patrick, brauche ich ein Backup? Du hast ja letztes Mal in der Session gesagt, du hast ja alle deine Daten auf OneDrive. Braucht es dann überhaupt ein Backup? Ja, ich habe meine Daten auf OneDrive, das ist richtig. Ich habe sogar meine Daten auf einem NAS. Also dieses NAS hat ein RAID 1. Und dieses NAS sichere ich trotzdem woanders hin. Warum? Ja, dieses RAID 1, wenn dieses RAID 1 abbrennt, dann brennen beide Platten ab. Die ganz kurz bei der Erläuterung, RAID 1 heißt Plattenspiegelung, wird auch Mirroring genannt und viele verstehen das als Backup. Es ist aber kein Backup, sondern es ist eine Ausfallsicherheit. Entschuldigung, wenn ich da schnell reinspringe. Sehr geehrte Teilnehmer, wir wären froh, wenn Sie Ihr Mikrofon auf Mute stellen können, weil sonst haben wir sehr viele Hintergrundgeräusche. Das wäre sehr nett. Ja, wo bin ich denn? Du warst beim Spiegel, beim Mirror. Genau. Also RAID 1 ist Mirroring und bedeutet eigentlich nur Ausfallsicherheit. Also wenn eine Platte kaputt wird, dann kann die andere Platte übernehmen. Es ist aber kein Backup. Genau. An sich. Ja. Bin trotzdem überrascht. Viele Gespräche mit IT-Manager gehabt, die feste Überzeugung waren, dass ein RAID-System ein Backup ist. Also da gebe ich dir absolut recht. Ein RAID, das ersetzt kein Backup. Das ist ganz klar. Es bietet höhere Ausfallsicherheit. Wie du das erklärt hast, da bin ich 100% bei dir, aber es ist kein Backup-Ersatz. Das andere eben, du hast ja gesagt, deine Daten sind zum Beispiel auch auf OneDrive. Und auch das OneDrive, dieser Cloud-Speicher, das ist ja auch kein Backup-Ersatz. Weil ich stelle mir jetzt zum Beispiel mal vor, mein physisches System, da wo ich jetzt sitze, wo ich aufzeichne,
wird mit Ransomware kompromittiert. Und Ransomware kompromittiert auch dann das OneDrive, welches im Explorer eingebunden ist. Und wenn ich doch da kein Backup habe, wo ich dann diese Daten wieder zurücksichern kann, dann habe ich doch verloren. Also auch ein Cloud-Speicher ersetzt doch das Backup nicht. Würdest du das auch so unterschreiben? Ja, das würde ich auch so sagen. Allerdings, weißt du, der Mensch ist so ein faules Tier, nicht? Also bei mir ist es so, ich habe meine OneDrive-Daten nicht gesichert. Also ich vertraue hier Microsoft, dass die meine Daten sichern, und vertraue, dass auch nichts passiert, werde das aber wahrscheinlich jetzt nach dieser Session tun. Weil einfach, so wie du gesagt hast, das Problem ist halt, wenn diese Daten nicht mehr zur Verfügung stehen und verschlüsselt werden durch einen Ransomware-Angriff oder irgendwie verseucht werden durch irgendetwas anderes, dann sind sie einfach weg. Mir ist es schon einmal passiert, dass ich auf OneDrive Daten gelöscht habe, unabsichtlich. Und ich habe damals, vor 2-3 Jahren, nicht gewusst, dass diese Daten natürlich aufgehoben werden von Microsoft. Du hast 30 Tage oder 60 Tage Zeit, diese Daten aus dem Papierkorb wieder zu holen. Und bin natürlich extrem nervös geworden, das waren Kursunterlagen, und zwar hunderte. Das war ein ganzer Ordner mit PowerPoints, bla bla bla. Und bin dann hergegangen und habe meinen Rechner zu Hause, nur musst du dir das vorstellen, zu Hause aufgedreht, die Internetverbindung getrennt. Warum? Ja, weil diese OneDrive-Daten sind auf meiner C-Platte synchronisiert. Ja, ja. Und da sind natürlich meine gespeicherten Daten noch da, nur auf OneDrive nicht. Ja, und habe dann das Problem so gelöst. Ja. War aber zu Beginnzeiten von OneDrive. Ja. Ja. Aber eben genau um das geht es doch. Du hast jetzt genau diese Synchronisierung angesprochen, oder? Ein System kompromittiert, Ransomware, alle Systeme sind online, das wird komplett durchsynchronisiert, deine Daten stehen plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Das habe ich schon oftmals jetzt erlebt, vor allem jetzt auch in dieser schwierigen Zeit eben, dass man sich da gar keine Gedanken macht. Und jetzt für mich noch als Unternehmer, als du bist ja auch selbstständig, ich auch selbstständig, Unternehmer, ich muss auch meine geschäftlichen Daten muss ich doch sichern, schützen. Und da mache ich regelmäßig ein monatliches Backup, wo ich dann auch auslagere. Dieses Backup ist dann wirklich ausgelagert. Also wenn jetzt hier das Haus abbrennen würde, dass ich dann diese Daten wiederholen kann, dass sie mir zur Verfügung stehen. Und da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, ja, wie oder welche Art von Datenverlust kann ich ertragen, wenn ich zum Beispiel einen Monat lang fast nichts mache, keine Änderungen durchführe, dann ist vielleicht ein monatliches Backup in Ordnung. Wenn ich aber Fotograf bin und ich erstelle täglich hunderte von Fotos, dann reicht wahrscheinlich ein monatliches Backup nicht, weil dann einfach ein Monat weg ist mit Informationen. Ich glaube, das wird oft unterschätzt. Oder wie siehst du das? Ja, es wird auf jeden Fall unterschätzt. Also auch von Kollegen in der gleichen Branche schon so Dinge gehört wie meine externe Festplatte ist jetzt funktioniert nicht mehr und ich brauche aber jetzt Unterlagen für meinen Steuerberater und ich habe keine Sicherung davon. Es ist halt, also man sollte halt unterscheiden, ja, zwischen wichtigen Daten und wirklich wichtigen Daten. Ja, die können jetzt emotional wichtig sein, auch emotional sehr wichtig. Weiß ich nicht, Fotos von seiner Heirat, von seinen Kindern. Es können auch Daten sein, die sehr, sehr wichtig sind aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, und die gilt es zu sichern. Da gibt es gar nichts. Ja, die anderen Daten, ja, okay, vielleicht. Ja, aber nicht einmal diese Daten werden teilweise gesichert, weil der Mensch ist ein faules Tier. Ja. Du kaufst eine Disk, ja, und weißt ganz genau, du bist in der Branche, weißt ganz genau, du solltest diese Disk jetzt sichern. Du schiebst es auf morgen, ja, nur morgen machst du es auch nicht. Ne? Und irgendwie vergehen dann die Tage, vielleicht die Monate, und irgendwann passiert es dann. Ja. Und in dem Fall war das wirklich weg. Also ich muss mit dem Kollegen einmal sprechen, das war ein Trainerkollege von mir, mit dem Kollegen einmal sprechen, wie er dann das, weil da gibt es ja so Datenrettungsfirmen, gibt es ja auch, nicht? Die verlangen viel Geld. Für das Wiederherstellen der Daten, aber man sollte seine Daten, wenn möglich, sichern und wenn möglich auch selbst sichern, egal ob man in der Cloud ist oder hier zu Hause einen PC hat. Ich sollte mir meine Daten einfach woanders hin sichern. Genau. Aber die Frage stellt sich, wohin legt ein Privater seine Daten, wenn sie nicht im gleichen Haus sein Backup, wenn dieses Backup nicht im gleichen Haus aufbewahrt werden soll?
Ja, ich glaube, da gibt es sicherlich auch irgendwelche Möglichkeiten. Also zum Beispiel, okay, jetzt heutzutage mit der Homeoffice-Situation vielleicht nicht mehr, aber ich kann ja zum Beispiel auch meine Festplatte mitnehmen zu meinem Arbeitgeber und dort in einer Schublade ablegen. Dann ist es auch schon mal weg. Also ist es schon außer Haus, oder? Oder vielleicht arbeitet die Frau, die Freundin, der Freund oder wo auch immer, vielleicht in einem Büro, wo dann der Freund, die Freundin oder die Frau die Festplatte mitnehmen kann, außer Haus, damit das Ganze mal wegkommt, oder? Also ich glaube, die Möglichkeiten bestehen schon. Was aber auch noch vielleicht zu sagen ist, was du angesprochen hast, eben die Wichtigkeit der Daten. Ich glaube, das muss jede Person für sich selber einschätzen. Du hast auch den emotionalen Aspekt angesprochen. Ja, für einen Familienvater, der heute Vater geworden ist und neue Bilder gemacht hat von seinem Sohn, der Tochter oder was auch immer, wenn diese Bilder doch weg sind, das ist doch emotional, das ist ja ein schlimmes Ereignis. Das ist doch mal ein Punkt. Oder eben die wichtigen Daten, die Geschäftsdaten, die wichtig sind, das ist alles, das muss man zuerst einmal, das muss man sich mal, ja, wie soll ich sagen, durch den Kopf gehen lassen, zuerst einmal überlegen, was muss ich denn sichern? Und der andere Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, das beste Gegenmittel gegen einen Angriff, gegen einen Malware-Angriff, Ransomware oder was auch immer, das ist nicht der Antivirenschutz, sondern das super tägliche Backup. Hey, ich bin wirklich, du kennst mich, ich bin im Thema Sicherheit auch unterwegs, neben Azure und was das Zeug und alles andere Zeug. Ich mache zweimal am Tag eine Sicherung. Am Morgen, wenn ich den PC einschalte, mache ich eine Sicherung. Und am Abend, wenn ich den PC ausschalte, mache ich auch wieder eine Sicherung. Wenn ich jetzt kompromittiert werde innerhalb vom Tag, hey, dann kann ich auf das Backup von heute Morgen zurückgreifen. Wenn alle meine Anti-Malware-Werkzeuge nicht funktionieren, kann ich auf das Backup von heute Morgen zurückgreifen. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Das ist Ja. ein super Schutz. Ich glaube, bei dir ist es ja auch so, dass wenn du einen Tag zu Hause arbeitest, du bist ja bekannt als Videotrainer und dann hast du einen Tag gearbeitet und wenn diese Videos dann nicht mehr da sind am nächsten Tag in der Früh, dann hast du einen Tag umsonst gearbeitet. Richtig, genau. Das Und ist, ja. wer will das? Das will niemand. Genau. Gut, also ich glaube, wir sind uns da einig, das Backup, das ist ein Element, da kommen wir einfach nicht daran vorbei. Siehst du auch so? Ja, sehe ich auch so. Gut, also, dann lass mich doch einmal zeigen, wie man mit den Windows-Bordmitteln eine Sicherung erstellen kann. Ganz einfach. Und dann bist du dann gefragt, dann darfst du die PowerShell-Variante zeigen. Und ich zeige dann halt wieder die alte Variante. Ich weiß, wenn ich da die Eingabeaufforderung zeige, dann hat der Patrick keine Freude. Dann genau, so sieht es aus. Ja, genau. Dann denkt er immer, mein Gott, Wechsler. Aber ist doch egal. Also, ich möchte euch das schnell zeigen. Und zwar habe ich hier ein Windows-System vorbereitet. Ich hoffe, ihr könnt alle meinen Bildschirm sehen. Sieht das gut aus? Schaut gut aus. Sehr gut. Also, ich navigiere zum Control Panel, also beziehungsweise zur Systemsteuerung. Das ist jetzt ein wirklich ganz einfaches Element, wo oft halt vergessen geht. Und ich wähle hier den Dateiversionsverlauf aus. Ich möchte jetzt nicht den Dateiversionsverlauf einrichten, obwohl das wäre auch eine Möglichkeit. Mit diesem Werkzeug können wir dann Daten ebenfalls kopieren. Nein, Sie sehen, ganz unten links, und das ist ein Element, welches immer wieder vergessen geht oder übersprungen wird oder nicht angeschaut wird, Systemabbildsicherung. Und da haben wir die Möglichkeit, eine Windows-Server-Sicherung zu konfigurieren. Ich wähle jetzt Sicherung einrichten aus. Ich erhalte dann eine Meldung, dass das zusätzliche Laufwerk, welches ich da eingebunden habe, das ist eine kleine SSD, die hat nur 64 GB. Das reicht nicht aus, um ein Systemabbild durchzuführen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann dieses Laufwerk verwenden, um einzelne Daten zu sichern. Sie sehen, dieses Laufwerk verfügt über nicht genügend Speicherplatz, um das Systemabbild zu sichern. Also wenn Sie den PC komplett ein Systemabbild erstellen wollen, brauchen Sie einfach eine große externe Festplatte, damit das funktioniert. Ist ja heute kein Thema. Es gibt ja große Festplatten wie Sand am Meer. Jetzt wähle ich weiter aus, weil jetzt möchte ich die Daten auswählen. Wir haben
darüber gesprochen, über die Wichtigkeit der Daten. Das muss man sich zuerst einmal bewusst machen, welche Daten sind wichtig. Und dann kann man die Daten selber auswählen. Ich möchte nicht, dass Windows das Ganze auswählt. Nein, das möchte ich selber. Auswahl durch Benutzer. Und jetzt kann ich auswählen, Daten für neu erstellte Benutzer sichern oder die Bibliotheken von Tom Wechsler ist eine Möglichkeit. System ab Bild, da würde eben die EFI-Systempartition, das lokale Laufwerk, plus auch die Windows Recovery Environment würde da gesichert werden. Hat allerdings nicht Platz auf meinem externen Medium, darum entferne ich diese Option. Aber jetzt, sehen Sie, ich kann jetzt alle Laufwerke, wenn ich jetzt mehrere Laufwerke hätte, zum Beispiel das C-Laufwerk, das D-Laufwerk, das E-Laufwerk, dann kann ich meine Daten selektiv auswählen. Ich kann hier auswählen, was möchte ich explizit sichern. Ich kann einen Ordner auswählen, zum Beispiel die Perflogs. Da sind jetzt keine Daten von mir darin enthalten, einfach so beispielhaft. Ich kann hier einen Ordner auswählen und diesen dann explizit sichern. Markiert, es geht weiter und nun erhalte ich die Übersicht und dann kann ich die Einstellungen speichern und die Sicherung ausführen. Bevor ich das mache, sehen Sie, wir haben die Möglichkeit, einen Zeitplan zu bestimmen. Ich würde Ihnen da empfehlen, dass Sie sich Gedanken machen, wann arbeite ich mit meinem PC. Beispielsweise, wenn der PC doch am Mittag um 12 Uhr immer läuft, weil ich dann am Mittagessen bin, dann stellen Sie doch den Zeitplan so ein, dass die Häufigkeit ist vielleicht täglich und dann wählen Sie, Sicherung auf Basis, genau, täglich. Und dann wählen Sie beispielsweise immer um 12 Uhr aus. So. Dann haben Sie automatisch, wenn Sie am Mittagessen sind, wird Ihr PC gesichert, weil die Sicherung läuft. Sie können da selbstverständlich auch auf wöchentlich wählen, dann den Wochentag auswählen oder monatlich, wenn Sie das nur monatlich machen möchten. Aber das empfiehlt sich doch hier, die entsprechende Konfiguration durchzuführen, damit Sie im Prinzip eben nicht mehr daran denken müssen. Weil wenn Sie das dann eingerichtet haben, jetzt habe ich da den Assistenten geschlossen, wenn Sie das Ganze dann eingerichtet haben und einmal ein Backup nicht funktioniert, dann erhalten Sie hier eine Meldung. Das wird Ihnen dann angezeigt, es konnte aufgrund sowieso das Backup nicht durchgeführt werden. Vielleicht wurde die externe Festplatte nicht angeschlossen, vielleicht ist sie bereits schon voll, aber Sie erhalten die Benachrichtigung. Aber Ziel soll es doch sein, dass Sie sich nicht mehr um das eigentliche Backup kümmern müssen, dass Sie wissen, dass es funktioniert. Und wenn das Backup dann einmal gemacht ist, dann empfehle ich Ihnen auch, dass Sie eine Wiederherstellung durchführen. Also ich wähle jetzt einmal Einstellung speichern und sichern. Dann wird jetzt die Sicherung ausgeführt. Und dann, wenn Sie mal erfolgreich eine Sicherung gemacht haben, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie hier in der Sektion Wiederherstellen einfach eine Datei, nur eine Datei aus dem kompletten Sicherungssatz wiederherstellen. Dann haben Sie die Gewissheit, dass nicht nur das Backup funktioniert, sondern auch die Wiederherstellung, weil das geht oft vergessen. Es werden Backups eingerichtet, es wird niemals eine Wiederherstellung durchgeführt, es kommt zu einem Ereignis, man holt das Backup und sieht dann plötzlich, dass die Daten gar nicht verfügbar sind, weil irgendetwas während dem Backup nicht richtig funktioniert hat. Also Backup und Wiederherstellung gehört zusammen und so können Sie sicher sein, dass Sie immer auf Ihre Daten zurückgreifen können. Und Sie sehen, es braucht keine zusätzliche Software. Sie müssen kein Acronis oder sonst was kaufen. Nein, Windows bietet direkt das Bordmittel an, um eine einfache Sicherung durchzuführen. Patrick, hättest du da noch etwas hinzuzufügen oder passt das soweit? Ja. Naja, mich verunsichert dieses Sichern und Wiederherstellen in Windows 7, nicht? Weil ich glaube, das schreckt viele ab. Dieses Windows 7 ist 12 Jahre her, nicht? Und ich glaube, Microsoft macht das absichtlich aufgrund von einer Marketingstrategie, weil ja alle die Daten in OneDrive speichern sollen. Benennen sie es einfach mit Windows 7, ist gleich veraltet. Und ich tue mir immer schwer dann in Kursen, nicht? Weil dieses Tool... Was macht das? Das Tool macht genau das, was du gezeigt hast, nämlich Daten sichern. Mehr brauchen wir nicht.
Und vielleicht könnte Microsoft hier oben einblenden, also könnten sie vielleicht das Windows 7 wegnehmen, ja. Das wäre vielleicht nett. Das ist so, da gebe ich dir 100% recht. Das ist sicherlich nicht ideal, absolut. Aber ich kann sagen, ich arbeite schon wirklich lange jetzt auch unter Windows 10 mit dieser Windows-Sicherung und es funktioniert. Bei meinem Rechner arbeite ich mit der Systemabbildsicherung und ich habe dieses Backup genommen und auf einem anderen Rechner wiederhergestellt. Und das Betriebssystem hat ohne Wenn und Aber 1A funktioniert. Also das Werkzeug ist wirklich zuverlässig. Also da steht zwar Windows 7, aber nicht überall, wo Windows 7 steht, ist auch Windows 7 drin. Also wenn man es vielleicht so sagen kann. Also, dann denke ich mal, Patrick, zeigst uns mal die PowerShell-Variante. Ja, ich übernehme jetzt den Bildschirm. Gerne. Und habe hier ein Skript vorbereitet, wie man ein Backup machen kann mit einem PowerShell-Skript. Vielleicht ganz kurz, PowerShell ist eine Automatisierungsskriptsprache und die Standardbefehlszeile auf Windows 10 bzw. auf Windows Server 2016 und 2019. Und ich hoffe, den Bildschirm sieht man jetzt. Sieht sehr gut aus. Noch größer Nein, machen? Passt. Nein, super. Passt. Aber okay. Du, Patrick, nur eine Frage schnell. Ja? Wieso gehst du fremd? Wieso arbeitest du mit Visual Studio Code? Du bist doch der ISM. Ja, ich muss mir das Neue gewöhnen. Okay. Ja, also, war eine Fangfrage. Ja. Also ich habe hier Visual Studio Code geöffnet und es gibt auch noch einen weiteren Editor für PowerShell Scripts. Das ist die PowerShell ISE. Die wird bei jedem Betriebssystem mitgeliefert. Und das ist ein großer Vorteil, weil ich muss nichts installieren, ich kann gleich loslegen. Ich verwende hier Visual Studio Code, aber dieses Skript, das dann auch der Tom bei uns am Kanal zur Verfügung stellen wird, funktioniert genauso in PowerShell ISE. Ja, gleich zu Beginn in Zeile 1 bzw. 3 und 4 sind Ordner definiert, also C:Source und C:Backup. Also ich habe eine Quelle und ich habe ein Ziel für dieses Backup. Und das Besondere an diesem PowerShell-Skript ist, dass beim Copy-Befehl beim Ordnernamen des Backup-Ordners auch das Datum hinterlegt wird. Das heißt, PowerShell sichert diesen Ordner regelmäßig. Ich zeige dann später auch noch hier, wo ich dieses Skript einbauen kann, nämlich dass das jeden Tag um 22 Uhr beispielsweise passiert. Und das Besondere ist, dass ich dann auch aufgrund des Ordners weiß, wann wurde das Backup erstellt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, es gibt eher ein Erstelldatum. Ja, gibt es auch, muss ich mal extra einblenden. So sehe ich es zumindest auf einen Blick. Es ist ein einfaches PowerShell-Skript mit dem cmd.let copy-item. Und ein advancederes Skript habe ich auch vorbereitet. Das ist mit Abstand ein bisschen weiter unten. Und dieses Advanced-Skript ist genauso aufgebaut wie das Basic-Skript, nur habe ich im Skript einen Try-Catch-Block mit drinnen. Was ist Try-Catch? Try heißt versuchen. Also die PowerShell soll versuchen, diesen Ordner zu sichern. Warum soll PowerShell das versuchen? Naja, es kann was schief gehen. Nichts ist 100%. Und wenn etwas schief geht, dann möchte ich bitte die Fehler auffangen. Und das macht dieser Catch-Block. Ich generiere einen sogenannten Stoppfehler. Wenn dieser Copy-Item-Job nicht funktioniert, wird ein Stoppfehler generiert und dieser Stoppfehler wird gefangen in dem Catch-Block. Und was passiert in dem Catch-Block? Ich sende ein E-Mail. Ich werde informiert, wenn das Backup nicht funktioniert hat. Ich habe hier das Kennwort im Klartext drinnen stehen. Das ist für mich ein Test-Account, alles kein Problem. Allerdings in PowerShell-Skripts in Business-Umgebung sollte man da was überlegen. Wer möchte, kann auf meine Homepage schauen. Ich habe da zwei Lösungen angeboten, wie ich dieses Skript dieses Passwort aus diesem Skript herausbringe. Weil es sollte nicht im Klartext drinnen stehen. Für jetzt, für die Testversion, ist es einmal egal, was passiert. Es wird ein E-Mail geschickt und zwar an Office 365. Und ich habe das vorher ausprobiert, ich habe den gesamten Code markiert, und ich habe eine E-Mail bekommen. Warum wird mir eine E-Mail zugestellt?
weil diese Ordner bei mir gar nicht existieren. Das kann natürlich auch passieren. Mhm. Ich habe vergessen, vielleicht einen Ordner zu erstellen und dann wird das Ding nicht funktionieren. Es gibt viele, viele Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Ich sehe, an meine E-Mail-Adresse wurde eine Nachricht geschickt, dass dieser Alarm zu dem Zeitpunkt generiert wurde und ich habe eine Information, dass das Backup schiefgelaufen ist. Warum habe ich mich dazu entschieden, das Backup so zu konfigurieren, dass ich nur informiert werde, wenn es nicht funktioniert? Ich habe die Erfahrung in vielen Firmen, dass wenn etwas gemonitort wird, dann wird das sehr, sehr viel. Also, da gibt es diese typischen Monitoring-Posteingänge, wo alle E-Mails gesammelt werden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass da irgendwann einmal niemand mehr hineinschaut. Weil ich kann nicht 150 E-Mails am Tag verarbeiten, das geht nicht. Also ich kenne Firmen, die haben tatsächlich 150 E-Mails von Monitoring-Systemen, dass es jetzt dem Router oder dem Switch oder dem Windows-Server besonders gut geht. Und das ist nicht mein Ansatz mehr, war es früher vielleicht. Ich finde es eher besser, wenn man eine Nachricht bekommt, wenn etwas nicht funktioniert. Oder vielleicht, dass man einmal im Monat einmal drüber checkt und vielleicht eine Auflistung macht, was in dem Monat passiert ist. Das kann man natürlich machen. Aber mein Ansatz ist eher, dass etwas gesendet wird, wenn etwas nicht funktioniert. Dieses Skript wird dann von Tom zur Verfügung gestellt. In unserem YouTube-Kanal, das ist die einfache Variante. Wem das reicht, der kann das einfach 1:1 einsetzen, einfach nur in Zeile 3 und Zeile 4 die Ordner ausbessern. Wie bekomme ich allerdings jetzt dieses Skript, dass es jeden Tag um 22 Uhr läuft? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist wieder mit PowerShell eine sogenannte geplante Aufgabe zu erstellen oder in der grafischen Oberfläche die Aufgabenplanung zu starten. Die Aufgabenplanung einfach suchen in der Windows-Suche. Ich habe jetzt mit einem Kürzel das aufgemacht und in der Aufgabenbibliothek kann ich mit der rechten Maustaste eine Aufgabe erstellen. Die nenne ich jetzt Backup und da gibt es einen Auslöser, einen Trigger. Da kann ich sagen neu und dann kann ich einen Zeitplan erstellen. Ja. Wiederholen alle Stunden, alle Tage. So kann ich mich spielen. Und bei Aktion müssen wir unser PowerShell-Skript hinterlegen. So, da sage ich neu und gebe hier PowerShell ein und dann darunter mein PowerShell-Skript. Das könnte jetzt sein c://backup.ps1. Und dann wäre das perfekt und dann läuft dieses Backup jeden Tag um 22 Uhr und wenn es nicht funktioniert, bekomme ich eine E-Mail. Aber Tom, bei dir ist es so, du könntest ja auch in der grafischen Oberfläche eine geplante Aufgabe zur Ereignisanzeige hinzufügen. Das müsste doch funktionieren. Ja. Also wenn dein Backup funktioniert, dann wird in der Ereignisanzeige etwas generiert und wenn das der Fall ist, dann bekomme ich ja E-Mail. Genau, ne? Ganz genau. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe jetzt allerdings mich darauf, verlassen, beziehungsweise eben ich arbeite mit dem Nachrichtenfenster von Windows. Jedes Mal, wenn ich da zum Beispiel dann den PC da zu den Nachrichtenblock navigiere und ich sehe da, dass ich eine neue Nachricht habe und dann sehe ich sofort, was mit dem Backup los ist. Also eben, das ist halt die Frage, wie will man informiert werden? Absolut, da gebe ich dir recht. Okay, du hast direkt am Bildschirm dann eine Nachricht. Ja. Okay, und wie generierst du die Nachricht? Mit einem MSG-Befehl? Oder? Nein, das macht das Backup, die Windows-Server-Sicherung. Wenn das nicht funktioniert, dann wird das direkt in den Benachrichtigungen von Windows 10 wird das angezeigt. Und das passt für mich super so. Okay. Vielleicht noch zu deinem Skript. Ich glaube, es einfach als Ergänzung, Backup-Path, also die Variable Backup-Path, da wäre natürlich selbstverständlich das Ziel, dass man dann dort ein anderes Laufwerk auswählt oder zum Beispiel ein D, also einfach das als zusätzliche Info, dass man versucht, das Backup auf ein anderes Laufwerk zu erstellen, vielleicht nicht auf das C-Laufwerk, sondern auf das DE oder was auch immer Laufwerk. Genau, also nicht auf der gleichen Platte sichern, das ist ja nur zu Demo-Zwecken, damit das jeder ausprobieren kann, nicht jeder hat eine D-Platte, ne? Und ansonsten immer auf andere Platte sichern. Genau. Ich glaube, das Windows-Sicherungssystem lässt ja gar nicht zu, dass man auf die eigene Platte sichert.
Ja, das ist möglich, das weiß ich jetzt gar nicht so ins Detail. Das könnte sein, ja. Nein, also ich wollte jetzt auch nicht dein Skript irgendwie schlecht machen, sondern das war einfach so als zusätzliches Verständnis. Das wollte ich einfach so ergänzen. Ging nur um das. Ja, ich habe schon verstanden, ja. Okay. Du musst mir dann das Skript noch zur Verfügung stellen, damit ich es dann auch dem unserem... Ausbessern kannst auf die, ja. Kannst dann nein, ich wollte sagen, dass ich... Da machen wir dann einen Kommentar, schau. Ja, genau. Ich wollte sagen, dass ich... Edited bei Tom Wexler. Ja, genau. Nein, ich wollte sagen, dass ich es dann auch zu dieser Session auf unserem YouTube-Kanal dann auch zur Verfügung stellen kann. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau, also das Skript wird dann zur Verfügung gestellt, das kann man sich dann kopieren. Für die Techniker sollte das kein großes Problem sein. Für Nicht-Techniker ist vielleicht die grafische Variante die bessere Entscheidung. Ja, und ich denke, dass das überlassen wir dann unseren Teilnehmern, für was sie sich dann entscheiden. Hey, super, das war aber klasse. Hey, vielen Dank für das tolle PowerShell-Skript. Ich habe natürlich, da kann ich halt nicht dagegen halten, oder? Wenn da der Patrick Grünauer, das ist der Master of PowerShell. Was soll ich denn da mit meinem kleinen Eingabeaufforderung-Skript noch zeigen? Aber ich möchte es trotzdem schnell zeigen. Wenn du mir erlaubst, dass ich den Bildschirm wieder teile. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich weiß eh, was jetzt kommt. Jetzt kommt der Robocop und das ist wirklich stark. Ja, genau. Es kommt Robocop in seiner einfachsten Art und Weise. Aber für Robocop muss man nicht CMD öffnen. Man könnte auch PowerShell öffnen. Ja, okay. Ja, ich hätte jetzt mit jemandem gewettet, dass du mir das sagst. Ehrlich, aber ich finde das super, sensationell. Aber nichtsdestotrotz, ich werde nicht einmal die Eingabeaufforderung starten. Also zuerst einmal, die Sicherung ist fertig. Das ist perfekt. Ich könnte jetzt also auch Daten wiederherstellen. Aber wir wollen jetzt nicht mehr das grafische Werkzeug anschauen, sondern ich habe da für mich zwei ganz kleine auch Skripte vorbereitet, weil der Patrick hat gesagt, oftmals ist man faul und ich bin auch wirklich eine faule Person. Nebst dem, dass ich am Morgen und am Abend ein Backup erstelle, erstelle ich zusätzlich eine Sicherung von meinen eigenen Dateien. Kann Ihnen das schnell zeigen. Das ist wirklich simpel und einfach. Ich habe auf meinem Rechner, auf meinem produktiven Rechner, habe ich eine Festplatte, ein D-Laufwerk mit dem Namen eigene Dateien. Und ich habe ein F-Laufwerk, das ist eine zusätzliche externe Festplatte, wo ich den Ordner angelegt habe, Backup Underline Daten. Und mit Xcopy, das ist der kleine Bruder von Robocopy, kann ich diese Daten anlegen. Und der Vorteil ist, mit diesen Schaltern sage ich einfach, ich möchte nur das neu sichern, was sich verändert hat seit der letzten Sicherung. Das ist super genial. Ich muss jetzt nur Doppelklick ausführen auf diese CMD-Datei und der Kopierjob wird gestartet. Und nur das, was sich seit dem letzten Mal verändert hat. Das ist simpel und einfach. Klar, wenn wir jetzt uns über die Versionierung unterhalten wollen und so, dann braucht man dann schon etwas mehr. Man muss dann halt ein wenig durchnavigieren. Aber es ist eine zusätzliche Sicherung, die mir da zur Verfügung steht. Also wenn ich am Mittag schnell vom Arbeitsplatz gehe, mache ich einen Doppelklick auf diese CMD-Datei und die Sicherung startet bereits. Oder stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihre PST-Datei extern sichern, weil es gibt oftmals Leute, die arbeiten mit Outlook, haben vielleicht kein automatisiertes Archiv, keine Archivregel eingerichtet. Und wie kann ich simpel und einfach schnell meine PST-Datei sichern? Genau so. Xcopy, dann wieder die Schalter D und Y. Übrigens, wenn Sie da Informationen wollen, was diese Schalter bedeuten, dann verwenden Sie einfach Xcopy, Abstand/Fragezeichen. Und dann erhalten Sie die Informationen. Wir sehen hier die verschiedenen Schalter. Wir sehen zum Beispiel das Y unterdrückt die Aufforderung zur Bestätigung, dass eine vorhandene Zieldatei überschrieben werden soll. Und das D repräsentiert, mal schnell schauen, kopiert nur die an oder nach dem Datum geänderten Dateien. Also das sind die Optionen. Die können Sie da sehr schnell nachlesen. Oder beim anderen Skript gab es noch den Schalter /S, kopiert Verzeichnisse und Unterverzeichnisse, die nicht leer sind. Das sind diese zusätzlichen Schalter. Da kann ich schnell meine PST-Datei einfach sichern. Ich navigiere zum Pfad, wo die PST-Datei gespeichert ist. Ich gebe hier ein externes Laufwerk an. Ich kann, wenn das Outlook am Abend geschlossen wird,
Ganz einfach schnell einen Doppelklick ausführen und die PSD-Datei wird zackig schnell an einen anderen Ort kopiert. Sollte irgendetwas mal mit dem Mail-Programm sein, sollte irgendwann mal diese PSD-Datei nicht mehr funktionieren, ich habe da gar keine Mühe, weil ich habe diese PSD-Datei auf der Seite. Klar, mit Exchange, da gibt es keine PSD-Dateien. Ich habe auch zwei Exchange-Konten, aber ich habe noch zwei E-Mail-Konten. Da arbeite ich noch mit POP. Ich weiß, sollte man auch nicht mehr. Aber trotzdem, dort wird das E-Mail halt in diese PSD-Datei abgelegt und so kann ich simpel und einfach diese PSD-Datei schnell sichern. Also diese zwei zusätzlichen Möglichkeiten, um eine Sicherung zu erstellen, ist jetzt nicht ganz so ausgeklügelt wie das von Patrick, ist eher eine simple und einfache Variante. Wenn Sie möchten, kann ich auch Ihnen diese beiden kleinen Skripte dann auch zur Verfügung stellen. Ich weiß, Patrick, nicht so ausgeklügelt wie dein Skript, dein PowerShell-Skript, aber ich glaube, ist auch eine Variante. Was denkst du? Ja, sicher. Vor allem, es ist eine einfache Variante und das geht sehr vielen, ne, im privaten Bereich, eine einfache Variante zu verwenden, um ein sicheres Backup zu haben. Genau. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Wir wollen ja das Ganze so simpel und einfach halten, damit man da die Möglichkeit hat, auch wenn jemand jetzt vielleicht nicht so große PC-Kenntnisse hat, dass er da trotzdem auch jetzt versteht, ah, ich kann ja auf eine einfache Art und Weise, sei es mit der PowerShell, mit dem grafischen Werkzeug oder mit diesem kleinen Eingabeaufforderungsskript eine Sicherung erstellen. Ich glaube, das ist ja das Ziel von unseren Sessions. Genau. Jetzt Patrick, du hast noch etwas vorbereitet. Was hast du denn noch uns zu bieten? Ja, ich möchte einen Überblick geben, wie ein Backup-Programm arbeitet und wie ein Backup-Programm weiß, welche Daten schon gesichert wurden. Weil bei einem Sicherungsplan sichert man häufig so am Sonntag zum Beispiel ein Full-Backup und dann unter der Woche nur die Änderungen. Woran erkennt das Backup-Programm, dass hier Änderungen passiert sind und dass diese neuen Dateien oder Ordner gesichert werden müssen? Gebe meinen Bildschirm frei. Mhm. Und es geht mir um dieses Attribut, dieses A-Bit oder Archiv-Bit. Dieses A-Bit kennzeichnet eine Datei zum Sichern. Also das Backup-Programm weiß aufgrund dieses Attributs, dass es beim nächsten Backup gesichert werden soll. Dieses A-Bit verschwindet dann, wenn es einmal gesichert wurde. Und daran erkennt das Sicherungsprogramm, ob diese Datei zu sichern ist oder nicht. Wer sich das anschauen möchte, muss in der Leiste von Windows Explorer unter Weitere diese Attribute einblenden. Und zwar pro Ordner. Aber ich glaube, Tom, das kann man, glaube ich, machen für alle Ordner. Ich habe das irgendwie jetzt nicht gefunden. Also wenn sie da beispielsweise rausgeht, dann habe ich es da aktiviert, aber ich habe es jetzt in anderen Unterordnern nicht aktiviert, dann sehe ich das hier nicht. Ich glaube, das kann man bei der Ansicht, kannst du dann die Option einblenden, für alle Ordner übernehmen. Ich glaube so. Genau, ja, genau. Für alle übernehmen habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das ist okay. Aber diese Attribute sind hier entscheidend für das Backup-Programm. Und um was geht es jetzt eigentlich? Es geht darum, dass wenn ich am Sonntag ein Vollbackup mache, dann werden die Änderungen zum Sonntag gesichert. In dem Fall bei einem Differential Backup oder differenzierenden Backup. Und dieses Programm erkennt die Änderungen, die hier gesichert werden, aufgrund dieses Archivbits. Wer sich dieses Archivbit näher anschauen möchte, ja, hier einfach einblenden oder natürlich bietet auch die Befehlszeile die Möglichkeit, das Archivbit anzuzeigen. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise den Inhalt anzeige von C mit getChildItem, wer möchte, kann auch dir verwenden, dann sehe ich diese Attribute im Mode, in der Mode-Tabelle. Das wäre jetzt ein Directory, das wäre ein Read-Only-Verzeichnis und ich navigiere jetzt am besten in das Verzeichnis hinein. Hoppala. Ich glaube, das war das Temp-Verzeichnis. Ne? Ja. Und führe jetzt noch einmal get child item aus und sehe dieses Archivbit.
gerade für Techniker interessant, damit man versteht, wie das wirklich funktioniert. Aber Tom, korrigiere mich bitte, ich glaube, es gibt Sicherungsprogramme, die verlassen sich nicht mehr auf dieses Archiv, bitte für eine eigene Datenbank. Genau. Bin ich da falsch? Ja, schon, genau, ne? Das ist absolut korrekt, ja. Vor allem, wenn dann auch noch, du hast jetzt differenziell angesprochen, wenn dann inkrementell noch dazu kommt, oder, dann muss ja auch mit einem Wert gearbeitet werden, weil dann wird ja mit dem inkrementell, wird ja anders gesichert als bei differenziell. Da wird ja immer alles, was sich zum Ursprung verändert hat, wird gesichert. Also immer alles, was sich zum Full Backup verändert hat, wird bei differenziell gesichert. Und bei inkrementell wird ja nur immer das, was sich seit dem letzten inkrementellen verändert hat, wird gesichert. Also das, ja, das sind dann die ausgeklügelten Systeme, die neuen Backup-Programme mit sich bringen. Genau, also dieses Archivbit ist ein wichtiges Thema, aber ein Backup-Programm kann auch, wie der Tom gesagt hat, dieses Archivbit nicht als Referenz nehmen, sondern eine eigene Datenbank führen, die möglicherweise schneller ist, besser ist, zuverlässiger ist, whatever. Und Backup-Programme, es kommt ja darauf an, wie viel Geld das ich einwerfe. Ja. Also es gibt professionelle Backup-Programme, es gibt einfache Backup-Programme. Eins haben wir vielleicht noch vergessen, diese PC-Datensicherung, also diese Sicherungen in Firmen, die hat sich stark verändert in letzter Zeit. Viele Firmen sichern nicht die Daten selbst, sondern gleich die ganze virtuelle Maschine. Mhm. Also was ist eine virtuelle Maschine? Ein virtueller Computer, der läuft in einer Virtualisierungssoftware, der Computer im Computer. Und bevor man jetzt einfach die Daten sichert, die auf diesem virtuellen Computer gespeichert sind, sichert man gleich die gesamte virtuelle Maschine. Es kommt natürlich immer darauf an, wie groß ist diese virtuelle Maschine, wie viel Zeit brauche ich dafür, aber wir in der Schule machen das so. Mhm. Wir sichern nicht unser Datenlaufwerk mit unseren wichtigsten Daten, sondern gleich die gesamte virtuelle Maschine. Und für diese Art der Sicherung gibt es neue Backup-Software, die nicht mehr auf File-Ebene sichert oder möglicherweise auch auf File-Ebene sichern kann. Kenne ich dann nicht so toll aus, bin nicht der Profi, aber die haben sich spezialisiert, eben virtuelle Maschinen zu sichern. Der Vorteil ist bei diesen Programmen, dass du dann auf diese Sicherung der virtuellen Maschine zugreifst und einzelne Dateien von der virtuellen Maschine heraussichern kannst. VM ist hier ein Hersteller, der in den letzten Jahren ganz, ganz groß geworden ist und sicherlich sehr, sehr erfolgreich. Genau, ganz genau. Also das ist so. Eben das, was wir natürlich jetzt da in unserer Session erklärt haben, das ist wirklich auf Basis vom PC. Hier geht es wirklich um den einzelnen PC, hier geht es um einzelne Daten, hier geht es um die einzelnen Bilder, um Word-Dokumente und solche Sachen. Das ganze Thema Backup und Recovery oder Backup, also Sicherung und Wiederherstellung im Geschäftsumfeld, im Serverumfeld, das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Da hast du absolut recht. Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, weil uns geht es ja wirklich um die eigene PC-Datensicherung für den einzelnen Heimbenutzer. Wir wollten da mal ein positives Signal geben, dass auch ein einzelner PC oder beziehungsweise dass auch Benutzer ihre eigenen Daten simpel und einfach sichern können. Ja. Ja, ich glaube dann... ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch, würde ich auch sagen. Absolut. Jetzt werde ich mal da meinen Bildschirm wieder freigeben, damit wir da wieder zu unserem YouTube-Channel kommen. Und dann würde ich doch einmal sagen, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir jetzt doch die Fragen beantworten, oder? Ja. Also wenn es Fragen gibt, bitte einfach in den Chat schreiben oder... Oder direkt per Audio. Mikrofon aufdrehen. Genau. Selbstverständlich auch Feedbacks zur Session sind immer willkommen. Ja, hallo Christi. Ich möchte dich begrüßen. Vielen Dank für die Präsentation und für die Einladung. Die Fragen von meiner Seite gibt es keine. Es war richtig alles schön erklärt. Und da waren schon die Sachen, was mir nicht bekannt waren.
jetzt sind viel besser, sozusagen. Ja, ich wollte einfach, weil keiner hat sich vertraut, die Erste zu sein, möchte einfach mich richtig bedanken für die Einladung und für die Präsentation. Vielen Dank, es war super. Das haben wir sehr gerne gemacht und vielen Dank für das tolle Feedback. Ja. Danke. Das PowerShell-Skript, das wird mir der Patrick zur Verfügung stellen und ich werde das dann so machen, ich werde das verlinken, auf GitHub habe ich ein Konto, ich werde dort ein neues Repository einrichten und dann dort das PowerShell-Skript ablegen und dann steht das für alle zur Verfügung. Oder hast du da ein Copyright, Patrick? Muss ich da Super, also dann werde ich das so machen. Ich werde es dann verlinken und das werden Sie dann sehen bei der Session, wenn das dann hochgeladen ist, werde ich dann dort den Link ablegen. Ich sehe im Chat eine... Schreibt noch jemand, ja. Ja, aber ich sehe hier keinen Text. Vom Roman Petrup, aber ich sehe den Text nicht. Ich sehe jetzt auch nichts. Mir ist das scheinbar passiert bei einer Teamsitzung. Ich habe keine Chat-Nachrichten lesen können. Okay. Es war leer. Hm. Mal schauen, ob da jetzt... kurz so eigen. Ich habe nachgefragt wegen dem PowerShell-Skript, wo wir das dann beziehen können. Und die zweite Nachricht war nur, den herzlichen Dank auszudrücken. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Ich sehe jetzt im Chat, schreibt noch jemand. Genau, wir warten da. Ah, super, ja. Super, haben wir sehr gerne gemacht. Hat uns sehr gefreut, dass Sie auch da sich die Zeit genommen haben, uns zuzuschauen. Das ist immer sehr erfreulich, wenn da viele Teilnehmer mit dabei sind. Aber Tom, du kannst das lesen? Ich kann es jetzt lesen, ja. Okay. Ich habe den Chat nochmals geschlossen, nochmals gestartet und jetzt sehe ich das. Okay. Okay. Ich sehe jetzt, dass noch jemand schreibt. Hm. Und eben, also, wenn... Herr Grünauer, wir erzählen Ihnen, dass dann am Dienstag was geschrieben wurde. Okay, passt. Vielen Dank, das wünschen wir Ihnen natürlich selbstverständlich auch ein tolles und erholsames Wochenende. Ja gut, ich glaube, wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, dann von meiner Seite aus der Schweiz vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zuzuschauen. Das war sensationell. Wir freuen uns, Sie in einer nächsten Session wieder begrüßen zu dürfen. Das Thema werden wir noch nicht verraten, das ist eine Überraschung und bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Und vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Das wollte ich schon immer einmal sagen. Alles Liebe auch aus Österreich. Schönes Wochenende.